Die bislang längste Community Transmission wurde nun veröffentlicht, vollgepackt mit Inhalten für das Update in diesem Monat, also auf was uns in der Zukunft erwarten wird. Fangen wir also direkt an. Das Juni-Update kommt am Mittwoch, den 26. Juni raus und hat eigentlich von allem etwas. Was ja schon bekannt war, ist die neue Naboo bzw. Thede Map für totale Vorherrschaft. Diese Map spielt bei Abenddämmerung, das heißt, alles wird wahrscheinlich beleuchtet sein, die Straßen, die Häuser, und wir werden auch Zeichen von früheren Kämpfen sehen können. Die Map spielt übrigens nur auf den Straßen, also es wird keinen Kommandoposten innerhalb des Palastes oder den engen Gängen geben. Die wohl größte Überraschung in dieser Community Transmission bzw. in diesem Update sind wohl die neuen Verstärkungseinheiten, nämlich einmal die lang ersehnten Druidikas und ein Panzer für die Republik. Beide werden auch im Juni-Update, also am 26. erscheinen. Die Primärwaffe des Druidikas sind seine Zwillingsblasterkanonen. Sie sind am besten für den Nahkampf geeignet und haben vermutlich eine sehr hohe Feuerrate. Die Blaster können sowohl beim Stehen als auch während des Gehens benutzt werden, was sehr nützlich sein wird. Die erste Fähigkeit des Druidikas ist das Rollen. Diese kann entweder über die Fähigkeiten-Taste oder aber auch einfach über die Sprint-Taste aktiviert werden. Dabei rollt ihr aber dann noch schneller, wenn die Sprint-Taste während der Fähigkeit gedrückt wird. Entrollt wird sich dann entweder über die entsprechende Fähigkeiten-Taste oder aber wenn ihr eine andere Fähigkeit, zum Beispiel euer Schild, aktiviert oder anfangt zu feuern. Fähigkeit 2 ist die Überladen-Funktion, wie wir sie eigentlich von fast allen anderen Verstärkern kennen, also kurze Zeit unbegrenztes Feuer kombiniert mit einer höheren Feuerrate. Und die dritte und letzte Fähigkeit, habe ich ja schon vorweggenommen, wird das Energieschild sein. Diese wirkt wie eine zweite Lebenspunktanzeige, denn ihr könnt ja durch das Schild hindurchschießen. Sobald das Schild aber kein Leben hat oder ihr es manuell ausschaltet, geht die Fähigkeit auf Cooldown. Rollen könnt ihr mit dem Schild natürlich nicht, das heißt, fangt ihr an zu rollen, deaktiviert sich das Schild von selbst oder aktiviert ihr das Schild, hört ihr natürlich automatisch auf zu rollen. Die neue Einheit für die Republik wird der TX-130 Panzer sein. Dabei scheint er aber mehr ein Gegenstück zum ATT zu sein als zum Druidica, aber auch er soll schnell und gleichzeitig für die Verteidigung gedacht sein. Seine Geschwindigkeit erlaubt es ihm also, schnell in den Kampf zu kommen, Schaden zuzufügen und anschließend genauso schnell wieder zu entkommen. Damit vereint er dann einen guten Kompromiss aus Schnelligkeit und Feuerstärke. Die Hauptwaffe sind natürlich die Laserkanonen. Diese sind aber nicht frei beweglich, das heißt, ihr müsst den Panzer bewegen, um die Zielrichtung der Kanonen zu ändern. Wobei dies eigentlich kein Problem darstellen sollte, wenn er halt eben wirklich so schnell sein soll. Fähigkeit 1 ist das Lasersperrfeuer. Mehrere kleine schnell hintereinander feuernde Sperrfeuer werden dadurch aktiviert. Damit könnt ihr dann sehr gut schnell bewegende Gegner, wie zum Beispiel sprintende Droiden oder Speeder, kontern. Als zweite Fähigkeit besitzt der TX-130 Raketen auf beiden Seiten. Ihr könnt die Raketen entweder einzeln abfeuern oder mit gedrückt halten aufladen, sodass alle Raketen schnell hintereinander abgefeuert werden. Seine dritte Fähigkeit wechselt von eurer Beim Aktivieren der dritten Fähigkeit wechselt ihr von eurer Hauptwaffe in den Auflademodus. Beide Kanonen werden dabei aufgeladen zu einem einzigen massiven Schuss mit mehr Schaden. Perfekt für langsame Gegner. Dennoch müsst ihr im Auflademodus mit einer eingeschränkten Beweglichkeit rechnen. Außerdem könnt ihr den Modus innerhalb seiner 20 Sekunden Laufzeit, das heißt es werden wahrscheinlich mehrere Schüsse hintereinander aufgeladen, jederzeit beenden und eure Schnelligkeit zurückerlangen. Aber nicht nur eine neue Map und Verstärkungseinheiten kommen in diesem Update, sondern auch nochmal neue Skins. Den Anfang macht Anakin Skywalker, er erhält nämlich seinen General Skywalker Skin aus der Clone Wars Serie. Diesen könnt ihr für 1000 Crystals oder 40.000 Credits erhalten. Und für die Klone bekommen wir auch nochmal zwei neue Legionen bzw. zwei Unterlegionen, nämlich einmal die 212. Recon Division, welche zu der 212. Legion gehört, mit ihren markanten eckigen Helmen und Wüstenkamouflage-Rüstung, und das 41. Scout Bataillon, welche zum 41. Elite-Korps gehört und unter Meister Yoda kämpfte. Auch sie haben natürlich diese markanten Scout-Helme an. Dabei werden diese Scout-Skins aber nicht beispielsweise nur für den Spezialisten verfügbar sein, sondern es sind wirklich zwei einzelne Legionen. Also werden wir diesen Skin für die Angriffs-, die schwere Klasse, den Offizier- und die Spezialistenklasse bekommen. Während die 41. für 40.000 Credits bzw. 1.000 Crystals gekauft werden kann, wird die 212. nur die Hälfte kosten, also dann 20.000 Credits oder 500 Kristalle. Und dann gibt es zum Schluss noch einen Ausblick auf die kommenden Monate. So bekommen wir als neuen Planeten Felucia mit seinen stark bewachsenen Pflanzenwäldern erstmal nur für den Modus totale Vorherrschaft. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ein Teil der Map dann noch für Helden vs. Schurken,
nachgereicht wird. So war es ja für die galaktische Angriffsmap auf Geonosis. Aber ihr solltet nicht mit Felucia als galaktische Angriffsmap rechnen. Zum einen, weil es natürlich viel mehr Aufwand ist, dann sich Einsatzziele dafür auszudenken und die in die Map zu implementieren. Und auch, weil die Felucia-Map für totale Vorherrschaft viel offener und besser für die Kommandoposten entwickelt worden ist, als für die Linearität des galaktischen Angriffsmodus. Und es werden auch noch neue Wege für die Offline-Spieler unter euch versprochen. Mehr zu beiden, also zur Felucia-Map als auch zu den Offline-Modi, können wir im August erwarten. Im Juli könnt ihr euch dann auf wöchentliche Community-Events freuen, also wie das Leia-Event für ihren Prinzessinnen-Skin. Dabei wird es rund um die Helden und Schurken der Klonkriege gehen, um dann anschließend neue Posen oder Voicelines für diese freizuschalten. Das war es aber auch schon mit der Community Transmission. Schreibt mal in die Kommentare, auf was ihr euch am meisten für Battlefront 2 freut. Bis zum nächsten Mal.